Gestern habe ich nicht noch 22 gemacht, aber heute machen wir mit 22 weiter. Wobei hier ist eine Rätselente wieder. Mal gucken, das sieht so aus, als ob die bei 9 ist. Vielleicht machen wir später irgendwann auch nochmal die Rezente, wenn sie dann nicht wieder verschwunden ist. Aber wir spielen jetzt hier 22. Hallo, ich bin Jens der Christ. Und dann spielen wir doch mal 22. Yep. Ja, wieder mit was Wachsenden. Oh. Da kommen wir ja gar nicht vorbei, aber vielleicht kommen wir ja mit... Vielleicht können wir ja hier irgendwie so runterlassen, ne? Also weil... Also ich zeige euch das jetzt mal hier. Das bringt ja nichts, ne? Aber... Das bringt auch nichts. Warum ist das da? Wofür brauchen wir das? Hä? Naja. Ich vermute, wir müssen es schaffen, irgendwie hier da rauszukommen, ne? Aber vielleicht, wenn nicht so viel gewachsen ist, dann... Weil wir müssen hier unten auch nochmal da durch, ne? Das können wir ja gar nicht mehr schaffen, ne? Aha, okay. Also, dann müssen wir wahrscheinlich, ich vermute mal, so. So. Können wir diese Ente auch schon mitnehmen? Nö. Das heißt, warte mal, wir können ja versuchen irgendwie... Also wenn wir jetzt hier... So. Ja, hier kriegt man ziemlich viel weg. Also man hätte ja auch oben weitermachen können, ne? So. Ja, hätten wir es eigentlich geschafft, wenn wir nicht davor dann da irgendwie so viel verloren hätten, ne? Also eigentlich schaffen wir das ja. Wir müssen einfach nur hier das dann da so machen, ne? Dann nehmen wir die mal mit. Dann gehen wir hier hin, dann gehen wir hier mal alles mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier oben runter, ne? Das war jetzt weniger sinnvoll. Naja. Oh, was habe ich denn da gesehen? Da war das doch gar nicht mal so verkehrt. So, dann nehmen wir die mit. Dann nehmen wir die mit. Ah, nein! Ja, müssen wir nochmal machen. Ja, das erste Level schon so viel. Und wir haben noch vier, noch drei, also. Okay. Und das hat jetzt schon wieder nicht geklappt. Ich glaube, wir hängen hier wirklich an den ersten, was gar nicht mal so schwer ist, aber irgendwie hängen wir da. So, das muss doch eigentlich klappen, ne? Also, wir lassen hier Wasser reinlaufen und kommen dann von hier hinten. So. So geht das. Na gut. Ja.
jeden Tag. Ach so, da müssen wir jetzt dann da mit den hier, glaube ich, die dann da so nehmen, ne? Ich vermute mal, dass wir dann da hier das dann da auch so machen müssen, ne? Naja, anscheinend nicht. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Wasser, brauchen wir noch für unten. Aber wir können... woher kriegen wir denn das dann da weg? Mag der das? Nee. Das heißt, wir müssen gerade so viel da rausleiten, dass das hier abfließen kann, ne? Aber die Ente müssen wir noch kriegen. Also die ist kein Problem. Aber wir müssen die unten da auch noch kriegen, ne? Wir müssen irgendwie das Wasser, was da drin ist, wegkriegen, ne? So, So, dann bringen wir es erstmal weg beiseite. Und hier lassen wir jetzt hier alles reinlaufen. Aber wir haben hier, glaube ich, zu eng. Ja. Naja, so ungefähr geht es. Also du hast ja gesehen, was ich vorhatte, ne? Aber wir haben nicht genügend hier gehabt. Ja. Ob das da reicht? Ich glaube, es reicht nicht, ne? Wir müssten ja dann da schon... Ne, das reicht nie und nimmer. Wir haben einfach hier zu... zu wenig Freiraum, oder? Reicht das doch? Reicht das doch? Wenn wir hier so ganz scharf dann da so gehen, ne? Dann könnte es vielleicht funktionieren. Ich glaube, das könnte funktionieren, ne? Ja. Ja. Und das war erst das erste Level. Und dafür haben wir schon 9 Minuten rum. Tja. Ah ne, das zweite. Das zweite war das. Das erste, ja. Das heißt, wir dürfen die jetzt nicht mitnehmen. Dann machen wir erstmal hier trotzdem das hier, ne? Und dann müssen wir von hier... Ich würde sagen, von hier außen müssen wir eigentlich gehen, ne? Ich würde sagen, wir wandern hier außen so entlang. Oh, das war jetzt hier zu viel weggenommen. Naja. Ja.
Aber so ungefähr könnte es gehen, ne? So, die nicht mitnehmen, ja. Das war auch ein bisschen blöd. Ja. Also hier hinten machen wir. Vielleicht reicht es ja, wenn wir hier wirklich die dann da so runterlaufen lassen, ne? So. Ja, das reicht ja schon, glaube ich, ne? Und dann lassen wir das dann da weglaufen und dann... So, ne? Machen wir ein bisschen mehr hier so, damit wir wirklich alles Wasser nehmen, aber dann... Ah, da hinten kommt ja noch ein bisschen Wasser. Also sollte funktionieren, glaube ich, ne? Funktioniert schon. Ja, vielleicht schaffen wir es doch noch in 15 Minuten. Weil wenn man erstmal so ein bisschen rausgefunden hat, wie es geht, dann geht es einfacher. Wenn man weiß, wie es geht, dann geht es einfacher. Was für ein Spruch. Was ist denn jetzt? So. Den wollen wir jetzt dann also. Aber ist das nicht einfach, weil wir können doch jetzt hier ganz viel Wasser dann da so auch oben dann da so ein bisschen holen, ne? Und dann jetzt hier einfach dann da so, oh, vielleicht hätten wir das jetzt nicht aufmachen sollen, aber... Ja doch, ja, das war doch einfach. Das war sehr einfach. Naja, dann haben wir alles hier. Alle Enten kommen und können jetzt bei den nächsten weitermachen, ne? Können jetzt hier bei 23 weitermachen nächste Mal. Aber wieder 4. Naja. Mal gucken. Vielleicht spiele ich das sogar jetzt hier direkt hier nach. Und jetzt wünsche ich dir Gottes Segen.